Nein. Nein, doch. Nee, nein, doch, nein. So. Futter, 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 Futter. Kommt das drin? Das drin? Ja, repariere halt. Nur am Kacken, der Mann. Nur am... Wo ist denn das Fleisch hier? Nur am Shitten. Ne, Freunde? Alles klar? Wie sieht's aus? Hast du ein Level up? Ja. Geil. Ja, hätte ich euch dabei gehabt, wäre das nicht passiert wahrscheinlich. Da hättet ihr mir schon geholfen. Achso, Punkte vergeben. Da war ja was. Du könntest rein theoretisch, könntest du mal... Ausdauer, Stamina oder Futter oder Stärke. Stärke, komm. Und es fängt an zu regnen. Na, was denn sonst? Das war ja klar. Klar wie Klotsbrühe. So, dann bauen wir mal unsere Hütte weiter. Nicht? Ohne Hütte nichts los, quasi. So, ich baue mal hier so ein kleines Fensterchen rein. Erstmal so. So ein Provisorium. Dann hier. Dann hier. Und hier. Und dann noch zwei. Und dann Dächer. Ach, die Techno-Wolken sind wieder am Start. Finde ich gut. Muss es ja auch geben. Techno-Wolken. Oh, ich hoffe, man hört den Ton wenigstens vernünftig. Ich habe keinen Bock, dass es denn irgendwie... Freeze. Noch dolle irgendwie nachzufriemeln. Und so. So, wir brauchen jetzt das und davon können wir nur drei bauen. Ist nicht schlimm, kein Problem. Was fehlt uns denn dafür? Ich nehme mal an Wood. Ich nehme mal an alles. Es sieht ganz nach alles aus. Josen. Ich bin doch so ein Glücksritter. Mensch, Mensch. Einmal ein Dächlein. Das ist so toll. Und noch ein Dächlein. Passend zur Mittagszeit. So. Das heißt, bevor ich hier eine Kiste bauen kann, muss ich wieder sammeln. Mann, nö. Aber in die Richtung gehe ich nicht, weil... Nee. Ist mir zu unsicher. Nee, nee, Freunde. Nee, nee, nicht mit mir. Könnt da vergessen, wa? Da fresse ich lieber heiße Kohlen. Oh, scheiße, schon wieder Kohldampf. Mann, der hat aber auch immer Hunger, ey. Kann man nicht mal 5 Meter laufen, ohne dass er gleich irgendwie an Hungertuch nagt? Klopp, klopp, klopp. Ich habe jetzt übrigens meine Kollegas mal... Was ist das? Ach, eine Schildkröte. Meine Kollegas bewusst jetzt einfach mal zu Hause gelassen. Weil... Ja, ich hoffe, hier wird nicht großartig was angreifen und ich will die jetzt auch nicht riskieren. Ich will jetzt nicht riskieren, dass die irgendwie zerlegt werden von irgendeinem Vieh. Daher habe ich sie mal zu Hause gelassen. Mittlerweile können wir eigentlich auch ein Bett bauen. Das werden wir dann hier auch machen. Aber alles gemach, gemach mit der Zeit, mit der Zeit. So, wie viele Dächer kann ich denn bauen? Null. Finde ich gut. Nicht? Na gut, dann wieder ein paar Pflanzen abgrabbeln. Grab, 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 grab. Ich springe mir bestimmt gleich eine Spucke entgegen. Bei meinem Glück. Kommt der frisch aus dem Wald gehüpft und sagt sich so...
Ja, lecker, Vane. Bei dir, du hast ja ordentlich was auf den Rippen. Da kann ich ja mal dran lutschen. So, kann ich jetzt hier mal? Eins, geil. Wuppdi-du, sag ich mal. Ach, das wäre so schön, wenn ich noch jemanden hätte, mit dem man hier rumrennen kann. Dann kann man wenigstens ein paar Gespräche führen. Dann würde ich auch mal Feedback bekommen, wenn ich dann meine Fresse aufreiße und sage, ja, das ist so und so. Und der mir dann sagt, nee, Vane, du blöder Idiot, kannst du knicken, so ist das nicht. Wäre nice. Könnt ihr aber auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Ach, übrigens, Kommentare. Ich hab meinen ersten Dislike auf meinen Videos. Ja, danke. Danke. Ist mir auch echt eine Ehre. Ich meine, nichts ist schöner als ein Dislike. Das war sogar die letzte Folge von Ark. Ja. Fand ich gut. Habe ich mich echt tierisch drüber gefreut. Es war bestimmt irgend so ein kleines Fangirl oder so. War nicht damit einverstanden, dass ich hier in der Gegend von Gronks Hütte rumrenne. Nehme ich mal an. Aber man kann sich da weit aus dem Fenster lehnen, das ist mir auch vollkommen wumpe. Hauptsache ein Dislike. Dankeschön, danke. La 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 la. Aber ich meine, Dislikes und Likes sind so anonym. Also ich würde es denn eher toll finden, wenn die Leute denn schreiben würden, was sie so nicht mögen. Auch wenn sie schreiben, ey Alter, deine Mutter schwitzt beim Kacken und so, das wäre ja immerhin etwas, ne? Das würde ja implizieren, dass die Leute Interesse daran haben, was meine Mutter macht. Entschuldigung, Mami, dass ich dich damit reinziehe, aber that's business. Ja, das gehört dazu oder so. Na, ich sehe gerade, ich laber zu laut. Es übersteuert hier ständig. Das möchte ich ja nicht. Das ist nicht meine Intention. Ich brauche eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Ja, ich weiß nicht, was da in letzter Folge so unlustig war. Oder so unschön, aber... Deswegen meine ich ja, Kommentare werden da auf jeden Fall viel cooler. Weißt du, könnt ja schreiben, nee, war scheiße, war nicht lustig. Alter, such dir mal einen eigenen Ort. Du alter Nachmacher. Das wäre ja schon immerhin etwas, ne? Da könnte man ja mitarbeiten. Mit der ganzen Chose. Aber dieses Unkommentierte, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Kinders. Ich weiß nicht. So, ein bisschen Setsch. Oh, ich muss irgendwas loswerden. Verdammt. Plus what? Wood, 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 wood. Wood? Könnte ich Wood loswerden? Vielleicht. Hallo. Ich hoffe, niemand böse ist da. Brauche erstmal Setsch. Kann ich vielleicht eine Kiste bauen? Jawohl, reicht. Geil. So, jetzt gehe ich in die Hütte, baue eine Kiste, hau ein paar Sachen drin und dann geht's weiter im Programm. Dann geht's weiter, tralala. Dann geht's weiter, tralala. Ich hatte was auf dem Grill, ne? Ja. Alter, da hinten ist auch so wieder so ein Vieh. Ich mag die nicht. Außer wenn ich dann groß bin und mir erlauben kann, denen mal auf die Fresse zu hauen, dann mag ich es auf jeden Fall. Ist ja immer so, ne? Aus der Entfernung heraus sagen, hey, du Arschloch, und sich dann hinter Mutti verstecken. So, my friends. Ein Kistchen in Ehren kann keiner verwehren.
Doch ist die Kiste voll im Nu? Dann gib's aufs Maul, du blöde Kuh. Wisst ihr Bescheid, ne? Troller. Ja, keine Ahnung. Das Hide packen wir mal rein. This können wir droppen. Das können wir auch droppen. Drop it like it's hard. Hier, komm, das Boiled Meat droppen wir auch mal. Die Narcos lassen wir mal da. Metal lassen wir auch mal da. Das kann weg. Nein, nicht. Hallo, warum droppe ich das? Ich Idiot. Nein, nicht, nein. Also, aua, aus. Was ist das denn? Das kann weg. Das ist schon gut so. Was ist das? Silikaperlen. Her damit. Und das war Spoiled Meat. Warum droppe ich denn das, ich Idiot? Mehr fällt mir da auch nicht so ein, außer pssst. Ich habe noch eine Brille, die kann ich mal droppen. Aber bitte nichts anderes. Silikaperlen. Nee, hier rein. Das Meat auch rein. Das Metal auf jeden Fall auch. Ich kann ja mal schauen, was ich jetzt so an... Warum hat er das nicht gestackt? Ja, das ist noch ein bisschen verbesserungsbedürftig, aber puh. So, das haben wir mal rein. Die Seeds brauchen wir erstmal noch nicht. Drop Item. Drop it like it's hot. Außer das hier. Komm, rein damit. So, jetzt haben wir auch wieder genug Platz. Freunde, jetzt können wir auch weitermachen. Wir brauchen eh noch ein paar Dächer und so. Bevor es hier wieder anfängt zu regnen. Da können wir nochmal gucken, was uns fehlt. Ach, guck mal. Essen auf Bein. Geil. Wir brauchen Thatch. Thatch brauchen wir dringend und Fiber. Thatch und Fiber. My Lord. Aber das machen wir da. Alter, guck mich nicht so an. Kiek hier Felix woanders hin. Mein Freund. Sonst verjässig mich mal. Ganz schnell. So. Wieder lalala, wieder lalala, lalala, lalala. Also ich wäre auf jeden Fall begeistert, wenn die hier in das Spiel noch ein paar mehr Saurier einfügen würden. Wenn die vielleicht auch, muss nicht sein, aber vielleicht mal ein bisschen Content, das wäre auch ganz cool. Dass man jetzt zum Beispiel irgendeine Story hinter der ganzen Chose hat. Ich meine, ich finde das schon cool, dass man hier quasi seine Storys selber schreiben kann. Aber wie gesagt, so ein bisschen Hintergrundgeschichte wäre schon gar nicht mal schlecht. Da kann man echt nicht Nein sagen. Aber naja. Boah, da hinten. Ah nee, das ist ein Stego. Ich muss sagen, das Spiel macht trotzdem Spaß, auch wenn ich jetzt in letzter Zeit wirklich nur zum Aufnehmen das Spiel spiele, aber ich weiß nicht, es macht einfach Spaß. Und auf jeden Fall macht es auch mehr Spaß, wenn man halt noch ein paar Leute am Start hat, mit denen man das hier zusammenzocken kann. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt oder so und das Spiel habt oder euch holen wollt, macht das am besten so, dass ihr euch mit ein paar Leuten zusammenschließt. Könnt natürlich offen. What? What? Nee. Wer? Wo? Warum? Wer greift mich an? Warum? Alter, bist du besoffen? Warum greifst denn du Pisser mich an? Sag mal, aber sonst geht's noch. Oder sind das meine Viecher? Werden die angegriffen? Ich hoffe nicht.
Schnell zurück. Leute, was los? Was los? Ich hoffe nicht, dass hier... Was los hier? Wer hat angefangen? Freunde, bis einer weint. Ja. Dann ist das Geschrei wieder groß, ne? Aber hier vorher auf... Warum hat denn der mich angegriffen? Habe ich versehentlich den Typen da, seinen Kollegen geschlagen oder wie? Ich weiß nicht. Oh nein, vielleicht hat er ein Nest gebaut und ich war zufällig in der Nähe und dann ist er aggressiv geworden und so. Weiß man ja nicht, weiß man nicht. Ich nehme an, das liegt daran, dass ich versehentlich seinen Kollegen geschlagen habe. Hass mich nicht, nur weil ich hier bin. Denkst jetzt bist du was Besonderes, ja, oder was? So. Wo war ich stehen geblieben? Das war... Was wollte ich eigentlich sagen? Ach stimmt, ja, wenn ihr das geile Blab. Ja, mono. Was? Schubst mich gerade die Schildkröte weg? Ich glaube, diese verkackte Schildkröte schubst mich gerade weg. Freundchen. Mach mich nicht sauer. Ja. So, was ist das denn hier? Das ist wohl ein Roof. Das wollte ich ja machen. Erstmal nach dem Freeze geht's weiter im Programm. Habe ich das jetzt gelernt? Ja, habe ich. Okay. Als Nash ist es Tess. Ich könnte das machen. Warum jetzt schon Zementpaste? Was bringt denn das jetzt schon? Ein bisschen früh, finde ich. Gunpowder wäre mal interessant. Ja, was können wir noch machen? Parasaurus-Sattel, Ichthyosaurus, das sind diese Fische. Nö. Puh, ein Kompass wäre vielleicht interessant. Aber erstmal würde ich sagen, Wooden Foundation, ne? Nee, Quatsch, nee, komm hier, nehmen wir das mal. Spark Powder, das, ja, drauf geschissen. Nehmen wir das und das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das bringt. Keine Ahnung, vielleicht später irgendwann mal. Ein Bett haben wir ja schon. Jetzt haben wir auch nur 2 Punkte. Egal. Beim nächsten Mal geht das weiter. In dieses Programm. Comprende, Señor. De nada. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, ganz spontan. Hat vorher noch nie jemand gesagt. Meine Kehle wird gerade ein bisschen trocken. Ich muss meine Kehle benetzen. Kleinen Moment. Schlurp, schlurp. Ah, ja, war lecker. So. Dann machen wir die Hürde da oben fertig. Und dann würde ich sagen, das heißt, in der Hütte werden wir noch... Oh Gott, ich brauche mehrere Saurier. Weil ich will den ganzen Scheiß mit zu unserer Haupthütte schleppen. Die können ja nicht so viel tragen, die kleinen Spookies. Oder ich könnte mir jetzt noch eine Schildkröte zähmen. Schwierig. Na, mal gucken. Erstmal machen wir die Hütte fertig. Bauen uns ein Bett rein. Zäunen das hier vielleicht ein bisschen ab. Und dann mal gucken. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Der Türrahmen, der ist dunkler als alles andere. So. 6 Dächer. Na, ich glaube, da müssten wir ein bisschen vorwärts kommen. Vielleicht sogar schon zu viel. Nee, müsste. Nee, doch nicht. 1 zu viel.
Aber ist nicht weiter. Na gut. Ich meine, ist nicht weiter wild. Das sieht doch geil aus, oder? Das ist doch nice, oder? Hier, guck mal, hier mit schön mit Balkonien können wir da hinbauen. Ist doch eigentlich die Idee. Machen wir doch gleich mal. Das heißt, ich brauche jetzt eine... Ja, geil. Ich brauche erstmal Materialien. Ja. Wen, du oller Pfeifenkopf. Hast du dir gedacht, dass sie hier mal schnell und so... na gut, dann halt nicht. Mein Gott. Ja, hast du recht, aber... Nee. Nee, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ja, stimmt. Ich verstehe nämlich auch dinosaurisch. Das könnt ihr übrigens auch lernen, ach, guck mal, wie sie mir folgen. Mit ihren kleinen Köpfchen. Ja, ihr seid so brav. Ja, ihr seid so brav, ne? Ja, vergesst, was ich gerade sagen wollte. War sowieso wieder nur Blödsinn. Also wie immer. Gut, Freunde. Naja, gut. Wir haben eine Hütte gebaut. Ein Bett. Ja, kacken wir erstmal drauf. Oh, da müsste ich erstmal so viel sammeln. Ach, Mensch. Mensch. Nee, Freunde, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Hier kommen auch ein paar Screenshots und so. Damit sich das lohnt. Nee, hier nicht das Ding, sondern das Ding. Dann machen wir hier ein paar Screenies. So ist doch schön. So. Und so in die Gegend rein. Und so unsere Hütte zu sehen. Hier, komm. Ist doch toll. Unsere Hütte. Muss man ja auch gesehen haben. Ne? Ach, traumhaft. Traumhaft. Nee, und dann würde ich sagen, machen wir das dann einfach in der nächsten Folge. Ne? Mach dann hier mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Ist zwar jetzt auch nicht allzu lang, aber ja... Man muss sich das halt auch einteilen, ne? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal, dass ihr dabei wart und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht es gut und bleibt sauber. Tschüss!